Ja, die Liebe. Die ist sowas Schönes. Aber bis jetzt habt ihr bei mir zu dem Thema nur alles gelernt, bis zu dem Moment, я тебя люблю. Und da ich sehr viele Zuschauer habe, die jetzt bestimmt schon da angekommen sind, zeige ich euch jetzt, wie es auf Russisch weitergeht. Wer hatte da schon schmutzige Gedanken? Hallo zu Russisch für Verliebte. Meine Folge für alle, die влюблены по уши. Also bis über beide Ohren verliebt sind. Damit es dann auf Russisch auch richtig gut klappt. Mit der Любимая oder der Зайка oder der Малышка. Und die Frauen unter euch bekommen natürlich auch wieder Tipps, versprochen. Denn in Russland müssen Singles von beiden Geschlechtern damit rechnen, dass jemand разбит сердце, euer Herz bricht. Und wenn es dann lange richtig gut mit jemandem läuft und ihr also eine richtige Beziehung, отношения habt, und dann läuft es weiter noch besser und ihr schwebt schon richtig vor lauter Glück, dann kommt der feierliche Moment, dann sagt der Mann, выходи за меня. Also als Frau könnt ihr das auch sagen. Das ist aber nicht so gut und in Russland macht man das eigentlich nicht so herum. Besser ihr arbeitet mit Tricks, damit er halt doch irgendwann fragt. Ich glaube, darüber mache ich mal ein eigenes Video. Nur für Frauen, wo die Typen nicht dabei sind, damit sie das nicht durchschauen. Wenn es alles klar geht, seid ihr dann die Невеста und er der Жених. Und schon bald ist Свадьба. Und die Schürzenjäger unter euch, die Бабники, die jetzt immer noch darauf warten, dass ich endlich Tipps zum Angraben gebe? Leute, das war schon dran in einem früheren Video. Nicht gesehen, oder was? Ja, heute müsst ihr nach diesem Film bei mir leider nachsitzen, wenn am Ende die Liste meiner anderen Videos gezeigt werden. Aber erst gibt es natürlich den wechselnden Hinweis auf die liebenden Sprachschulen zum Russischlernen in Moskau oder St. Petersburg. Denn wenn ihr nicht herkommt, werdet ihr eure Russischliebe nicht finden. Und wenn ihr sie gefunden habt, dann erwarte ich natürlich schon von euch, dass ihr nicht ходит налево. Das heißt zwar wörtlich übersetzt links gehen, aber ihr kennt das hoffentlich nicht als Seitensprung. Und ihr sollt auch keine die Hörner aufsetzen. Наставлять рога. Denn wir sind hier schließlich ein ordentlicher Russischkurs mit lauter netten Lernern, die alle nur Gutes und Richtiges tun. Vor allem, wenn sie dann nach Russland fahren. Dann klappt es auch mit der Beziehung, schon ab dem ersten Date. Свидание. Ja, und viele tolle Wörter, wenn ihr abends ausgeht oder wenn ihr erstmal in einem Hotel eincheckt oder euch jemand beschimpft, weil ihr dumm in der Gegend herumsteht, lernt ihr in meinen anderen Videos, zu denen jetzt ein Link eingeblendet ist. Abonniert unseren Channel und bis bald bei Russisch Live. До свидания.